Aufgrund der Dringlichkeit des geplanten Verkaufs eines Teiles Multiversum, konkret des angrenzenden Sparmarktes, wurde eine Sondergemeinderatssitzung einberufen. Nachdem vergangene Woche die Opposition aus dem Gemeinderat ausgezogen war, erwartete man mit Spannung die Sondergemeinderatssitzung zur Causa Multiversum Teilverkauf. Dabei sollte der Verkauf des Eurospargeländes direkt neben dem Multiversum beschlossen werden. Es kam jedoch ganz anders. Vor Eingang in die Tagesordnung darf ich mitteilen, dass der Tagesordnungspunkt 3 wegen kurzfristig aufgetretener weiterer Informationen im Einvernehmen mit allen Fraktionen abgesetzt wird. Eine der kürzesten Gemeinderatssitzungen in der Geschichte Schwechats. Meine jedenfalls. Was vorher war, weiß ich nicht, aber sie war kurz, ja, das stimmt. Was sind die Hintergründe? Wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung eine weitere Besprechung mit allen Fraktionen vereinbart. Im Zuge dieser Besprechung sind aus verschiedensten Richtungen Informationen herausgekommen, die uns davon abhalten, eine so große Sache zu beschließen. In größter Einigkeit. Das sind heute im Vorfeld noch neue Argumente auf den Tisch gekommen, die bisher von der Opposition in den Ausschüssen nicht gebracht worden sind. Wir haben uns darauf geeinigt, im Sinne der Sache hier einen möglichst einstimmigen Beschluss zusammenzubringen und aus diesem Grund das quasi zu vertagen. Das sind finanzielle Punkte. Wir sind der Meinung nach wie vor, dass ein Gesamtverkauf des Multiversums die beste Lösung wäre und dass wir uns mit einem Teilverkauf von Spar nicht anfreunden können. Es sind einfach ein paar Punkte noch aufgetreten, die zu hinterfragen sind. Muss man aber sagen, in Einvernehmen mit allen Fraktionen. Und wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt, dass da noch ein paar Punkte sind, die geklärt werden müssen. Aber wir als ÖVP freuen uns am heutigen Tag besonders über eine neue Form der parteiübergreifenden Zusammenarbeit. Und es sind heute noch Informationen aufgetaucht in der Causa Multiversum bzw. Teilverkauf Spar, die uns allesamt, die gesamte Staatsregierung, bewogen hat, diesen Tagesordnungspunkt heute abzusetzen. Es geht um einen wichtigen Tagesordnungspunkt, um eine wichtige Entscheidung für Schwechat. Und hier wollen wir eigentlich, wenn es neue Aspekte gibt, wollen wir dem nachgehen, wollen möglichst eine gute Basis haben für eine wichtige Entscheidung, die wir hoffentlich dann bald fällen. Es ist ganz wichtig, dass wir in den großen Fragen für Schwechat ohne parteipolitisches Hickhack gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und deswegen wurde dieser Punkt heute verschoben.